mal die Sachen ins Badezimmer. Ja, meine Handtaschen sind hier immer in meinem Zimmer. Der ist sicher wach. Besser ist, man weiß nie, ne? So, und dann kommt mal das Ganze hier in das neue Regal rein. Irgendwie hätte ich hier gerne auch so einen Spiegelschrank, wo man dann die Zahnpasta und so in den Spiegelschrank hängt. Aber das muss dann mit meinem Mann gemacht werden, weil das kann ich ja gar nicht anbringen. Es muss ja gebohrt werden. Deswegen, egal, aber ist nicht so wichtig. Hauptsache, man hat erstmal ein Regal, wo man die ganzen Handtücher reintun kann. Ne? Das war ja auch immer ein Problem. Handtücher sind natürlich noch hässlich. Das sind alles die Handtücher noch, die schon hier im Haus waren. Und da habe ich noch nicht investiert. Also, das sehe ich nicht ein. Ne? Handtuch ist Handtuch, ne? Ob es hübsch ist oder nicht. Hauptsache, es trocknet ab. So, man muss halt auf Prioritäten setzen. Ich habe meine ganzen Gebetssachen auch noch mal reingemacht, weil ihr glaubt gar nicht, wie ich schwitze. Ne? Es ist so heiß. Das kann ich auch noch mal reinmachen. Die Hundewäsche, obwohl ist die schon trocken. Lass mal gucken. Ja, egal. Das kann ich auch nass anziehen. Joghurt habe ich eben gegessen. Jetzt habe ich keinen mehr. Ich bestelle auch immer so wenig, ne, von allem. Mein Sprudelwasser ist auch alle und ich habe mir echt mal überlegt, ne, wenn ich 10 Flaschen Sprudelwasser trinke, dann sind das 240 Telle. Und 240 Telle, weil eine Flasche kostet 24 Telle, kannst du das ausrechnen, das sind fast 10 Euro, ne? Oder ja, fast 10 Euro für 10 Flaschen. Und 10 Flaschen trinke ich in dir im 0, nichts aus. Ich muss mich an das Stillwasser gewöhnen, ist einfach zu teuer, ja? Das ist doch echt, da blutet einem doch das Herz. Finde ich jedenfalls, wenn du weißt, wie günstig dagegen das andere normale Wasser ist, ohne Sprudel. So, ich konnte mich nicht überwinden, das heute zu bestellen, weil ich habe nur noch eine Flasche. So, heute ist diesig und es riecht richtig doll nach Meer. Nach heißem, warmem Meer riecht es. Oh, guck mal, wie meine Decke ausgeblichen ist, ne? Die liegt hier ja immer so lieblos, total ausgeblichen von der Sonne. Wahnsinn. So, das ist schon aufhängen. Sie können jetzt mal meinen ganzen trockenen Salat da hinten ein und weg machen. Ich hänge mal eben die Wäsche auf. Und dann nehmen wir das mal alles weg. Ja? Sich aber alles runterschleppen, ne? Alles neue Leute hier, ne?
weiß ja nicht, bis wann ihr da noch bleibt, weil das macht mir bestimmt gleich zu heiß. Handy wieder abkühlen. Das wird sicherlich gleich gesagt. So, ich mache jetzt den ganzen Kram da einmal weg. Euch geht das ja jetzt nicht, ne?
hier noch schnell. Wegräumen und dann sind wir fertig. Ja, nehmen wir schon mal immer ein Teil wieder mit. Jedes Mal, wenn wir runtergehen, nehme ich mal was mit. Das und das. Und einmal über schwierig, aber nicht unmöglich. So, können wir das hier trocknen. So, weil sonst kommt zu viel Mist hier rein. So. Na, das Ding kommt auch mit. So. Das war ein Satz mit X. Nichts. Solange ich da oben geschlafen habe, war alles noch gut. Ne? Da habe ich immer noch dran gedacht morgens, aber seit ich da nicht mehr bin, ist es vorbei. Und da war es ja dann auch richtig heiß, ne? Stelle ich mal hier hin, mache ich dann gleich sauber, wenn ich zu den Hunden gehe und mache sie mit. Das Fenster können wir auch gleich mal putzen, wenn wir schon mal die Tür aufhaben. Noppen leider. Das muss leider so ein spezielles Zeug sein. Ich mache das mal. Ich will jetzt keinen Lappen nass machen für die. Brauche ich extra was für die Hunde dann? Weil das ist alles.
alles verhundet hier. Mal den Grobsten weg. Farbe hier rauskriege, ohne dass ich jetzt wieder alles noch schlimmer mache. Ich habe da ja Farbe bei der Gardine. Leider. Muss ich leider nochmal Fenster putzen gleich, weil ich werde das an das Fenster dran nehmen. Das kriege ich das nicht ab wahrscheinlich. Das Wasser ist übrigens nicht verwundet, das ist noch sauber. Ich habe nur den ganz sauberen Lappen da rein. Mal gucken. Scheiße. Soll ich von der anderen Seite? Nee. Muss ich doch meine Hände nehmen. Hilft nichts.
meine Hände nicht schon wieder kaputt machen, aber sonst geht es nicht aus.